an alle. Wie sagen Sie es den Außerirdischen? Hallo, ihr Aliens, die ihr Deutsch versteht. Diese Botschaft soll euch klar machen, dass es auf unserem Planeten einen Rundfunksender gibt, der seinen Zuhörern suggeriert, dass ihr jemals ein technisches Signal von uns empfangen könntet, wenn ihr in gut 4 Jahren mal eure hochgerüsteten Empfänger auf höchste Empfindlichkeit schaltet und dann genau aufpasst, was ihr dann hören könnt. Ich will es euch leicht machen. Ihr werdet eine Botschaft hören, die ein paar sektiererische Spinner sich zusammen fantasiert haben. Diese gehören zu einer Gruppe von Individuen auf unserem Planeten, denen es an Bildung und Wissen über technisch-physikalische, astronomische Zusammenhänge fehlt. Sonst würde ihr Gehirn nicht solche abstrusen Fantasien entwickeln, dass jemals die Menschen kommunikativen Kontakt zu außerirdischen Wesen aufnehmen könnten. Tja, hallo, herzlich willkommen. Wir sind diese sektiererischen Spinner, jedenfalls ein Teil davon. Heute Nacht Stunde 1 Labor mit Martin Hartwig, der, wenn er nicht gerade was zusammenfantasiert, Redakteur im Deutschlandfunk Kultur ist. Hallo Martin. Ja, hallo, hi. Und Frieda Butzmann ist dabei, Musiker, Krachmacher, Studiomensch, Komponist, Geräuschesammler, Autor, Hörspielmacher. Wenn ich das jetzt alles aufzählen würde, wie würdest du dich potenziellen Außerirdischen vorstellen, die keine Zeit haben, ganz kurz? Ich setze Luft in Schwingungen und denke drüber nach, wofür man das gebrauchen kann. Sehr gut. Ich bin Julius Stucke. Jetzt fehlt uns noch, nachdem wir wissen, wer wir sind, die Frage, warum sind wir hier im Labor? Wir sind hier, weil wir gemeinsam mit noch 2 anderen, die heute nicht hier sitzen können, hallo Frank Kasper und Jochen Meissner, zum Jahresbeginn eine kleine Serie hier ins Deutschlandfunk Kultur gespielt haben mit so kurzen Hörstücken zur Frage, wie könnte man den Außerirdischen was sagen? Was würde man sagen, wenn es welche überhaupt gäbe und wenn wir was zu sagen hätten? Da gab es auf jeden Fall, das muss man dazu sagen, einen Raum auch durchaus für Humor und Spinnerei, weil einem sonst ja schnell Verschwörungstheorien unterstellt werden. Ich würde sagen, es war ein gedankliches Experiment. Martin, jetzt sitzen wir hier in Zeiten von Corona. Auch da könnte man ja sofort Gründe finden, warum es lohnen würde, Aliens zu kontaktieren, um Rat zu fragen oder auch Einsamkeit in der Quarantäne zu bekämpfen. Aber das war nicht deine Idee, dein Beweggrund für diese Reihe. Nein, ich habe wie viele meiner Jahrgänge so einen kleinen Science-Fiction-Schaden mitgekriegt in den 60er und 70er Jahren und hatte das als Thema irgendwie immer mitlaufen. Und dann ganz klassisch, ab und zu guckt man raus, man hört, wie viele Milliarden Planeten es gibt, wie viele erdähnliche Planeten es inzwischen entdeckt worden sind. Und man denkt sich, irgendwo, da müssten sie doch sein. Hm. Was jetzt da gerade in diesem kurzen Stück auch auftauchte, war so der Vorwurf irgendwie, das würde ja überhaupt gar nicht gehen. Aber Fakt ist, es wird ja schon immer versucht, schon sehr lange. Im Prinzip, seit wann? Wie lange gibt es schon die Versuche, was zu senden? Ja, soll ich ausführlich werden? Wie viel Zeit mittelausführlich. Haben wir denn? Mittelausführlich. Also ich meine, es gibt so ganz fixe Daten. 19. Jahrhundert hat Karl Friedrich Gauss, der die Gaußsche Glocke, von der kennt man den aus der Schule vielleicht noch, hat der vorgeschlagen, man sollte den Satz des Pythagoras in Sibirien ganz groß anpflanzen, damit die von ihm damals vermuteten oder angenommenen Marsbewohner das sehen, dass da auf der Erde, also nicht nur auf dem Mond, sondern auch auf der Erde intelligente Wesen sind. Ja. Und das geht dann weiter. Und im 20. Jahrhundert sind dann wirklich verschiedene Dinge da hochgeschickt worden. Entweder Radiostrahlen, sage ich mal, oder die berühmten Voyager-Sonden, ja, mit Informationen über unsere Erde. Also gibt auf jeden Fall ganz viele Versuche, irgendwas nach da oben zu schicken. Was jetzt noch fehlt, ist das, was hier in dieser Stunde folgt. Wir wollten dieses Gedankenexperiment nämlich nicht alleine machen, sondern haben Sie da draußen, also jetzt nicht ganz so weit extraterrestrisch, sondern Hörerinnen und Hörer in näherer Reichweite gebeten, uns Ihre Botschaften zu schicken. Die hören wir uns in dieser Stunde an und spielen ein paar Songs dazu. Die passen auf jeden Fall auch ins Konzept, muss man jetzt nicht unbedingt erklären, warum. Ground control to Major Tom. Ground control. An alle. Wie sagen Sie es den Außerirdischen? Einen herzlichen Gruß an dich, unbekanntes, intelligentes Wesen. Sei umarmt. Das macht man so auf unserem Planeten, wenn man sich Sympathie erweisen will. Es ist eine Geste der Freundschaft. Guten Tag, ihr Aliens. Ich spreche von der Erde und würde gerne wissen, ob ihr dort oben
achtsam mit euch und miteinander umgeht und ob ihr da oben es schafft, Frieden zu haben unter allen Lebewesen. Wäre schön, wenn ich irgendwie ein Zeichen bekomme. Also ich fand es irgendwie schön, dass die alle ganz nett gesprochen haben. Und ich glaube, das alle, oder sagen wir, ist die Frage. Wir haben es ja gehört, wir haben gemerkt, das sind alles so nette Stimmen. Ja? Und die waren aber nett nicht dadurch, was sie gesagt haben, sondern wie sie es gesagt haben. Das ist wirklich, also stell dich so in den Raum als Exo-Kommunikationsforscher. Ja? Kann man diese Metainformation, die bei uns ja auch in jedem Satz, in jedem Wort drin ist, kann man die vielleicht nicht sogar besser verstehen, ob ich jetzt Kätzchen sage oder Katze? Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und vielleicht ein mancher Alien wird da auch zu unterscheiden wissen. Denke ich mir so. Weiß nicht. Hoffe es. Klingt plausibel auf jeden Fall. Interessant ja auch freundliche Umarmung. Hieß es am Anfang, wenn man jetzt dieser Tage hinschauen würde, würde man vermutlich denken, was sind das für sonderbare sozial distanzierte Wesen da auf diesem Planeten? Ich glaube, da müsste man vorsichtig sein, ja. Also weil so eine Umarmung kann ja das Gegenteil bedeuten. Na, lächeln hat ja die Kommunikationsberaterin uns geraten. Immer erstmal lächeln, damit sei man in den meisten Fällen auf der sicheren Seite. Auch gerade. Lächeln, nicht umarmen. An alle. Wie sagen Sie es den Außerirdischen? Hallo Alien, ich bin der Julian aus Hannover. Und ich wollte euch fragen, ob ihr böse oder liebe Aliens seid. Wenn ihr liebe Aliens seid, könnt ihr gerne mal zu mir nach Hause kommen. Write the year 2023. Here is spaceship 0000. Let's get out of this bullshit here. Energy! They come from out of space to kill the human race. An illness from out of space liquidates the human race. If an alien blasts your friend, you know his life will end. A germ from out of space slaughters the human race. If an alien blows your mind, you know he isn't kind. Activate protection screens! A microbe from out of space murders the human race. To be or not to be? A sickness from out of space deletes the human race. That is no question. If an alien shoots your head, soon you will be dead. Yes. A virus from out of space. Silence. Kills the human race. No talk. If an alien blasts your skull, your time has come to now. No nothing. They come from out of space and kill the human race. Liebe Aliens, im Namen aller Erdlinge ein dickes Dankeschön für das wunderbare Virus, das ihr uns vorab geschickt habt. Wie von euch versprochen, führt es zu hässlichen, übelriechenden, braunen Flecken auf der Haut und sehr starken Schmerzen in der rechten Körperhälfte. Ach ja, und es befällt tatsächlich nur Rassisten und andere Feinde der Demokratie. Aus Angst vor diesem bezaubernden kleinen Virus hat eine rassistische Partei in einem mitteleuropäischen Land nun sogar im Parlament den Antrag gestellt, in Zukunft viel mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Also Freunde, ihr könnt jetzt bedenkenlos landen. Die ganze Erde freut sich auf euch. Einen neuen Namen.
dabei. Der Planet heißt jetzt RD2. Wie sagen Sie es den Außerirdischen, haben wir gefragt. Das waren weitere Antworten hier im Deutschlandfunk Kultur. Und man muss schon sagen, die mit dem Virus oder zwei waren es sogar mit Viren, klingen natürlich in heutigen Tagen ein bisschen komisch, klingt ein bisschen anders als noch vor wenigen Wochen. Und das Virus, was wir gerade erleben, befällt ja auch keine spezielle Gruppe irgendeines speziellen politischen Spektrums, sondern dann doch alle. Was da jetzt aber auch gerade drin steckte, war so eine klassische Frage, nämlich tun die Alien uns was Gutes oder vielleicht auch nicht? Es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen, oh, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, irgendwie willkommen zu sagen. Ja, die Kultur- und Popgeschichte ist ja voll von Alien-Invasionen aller Art. Also Mars-Attacks zuletzt ganz sichtbar und. Also, oder Krieg der Welten, die ganz klassischen Science-Fiction-Erzählungen sind ja Bedrohungsszenarien eigentlich. Ne? Hallo, Daniel Trebsdorf hier aus Schwerin, nahe der Ostsee. Hört mich dort draußen jemand? Dringen die Worte durch den Äther? Ich habe seit Monaten keinen Menschen mehr gesehen. Leider hat es unsere Spezies nicht geschafft. Wir haben nicht auf das universelle Gesetz gehört, welches besagt, dass jede Generation in der Pflicht steht, ihren Kindern eine bessere Welt zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Unsere Religion, die Weisheit unserer Ahnen, haben uns, jede auf ihre Weise, vor den Todsünden gewarnt. Unser Hochmut, Superbia, machte uns glauben, dass wir als Herren der Welt alle technischen Probleme lösen könnten. Unsere Habgier, Avaritia, führte dazu, dass wir rücksichtslos unsere Mutter Erde ausgebeutet und vergiftet haben. Und unsere Maßlosigkeit, Gula, hat uns schließlich die letzten Lebensgrundlagen entzogen. Erinnert euch bitte an uns. Ich habe hier in meinem kleinen Schutzraum ein audiovisuelles Archiv angelegt. Es belegt leider, dass unsere Träume und die vielversprechenden guten Seiten unserer Spezies am Ende nicht stark genug waren. Lebt wohl, macht es besser. Das waren zwar nicht die sieben Todsünden, aber es klang danach, ja. Und dann kommen sie auch zu spät. Ja. Ja. Ja, aber und vor allem, also ich verstehe nicht, ich würde doch den Aliens lieber sagen, ach, wir haben zwar Probleme, ist alles nicht so doll bei uns, aber so schlecht sind wir auch nicht, weil sonst rennen die ja gleich wieder weg. Ja, also wenn, ach, der macht den Habgier, Neid, da gehen wir lieber wieder weg. Ja, die sind auch, die meisten sind ja doch Erlösung oder Vernichtung. Das sind so die zwei großen Motive, die sich eigentlich auch durch unsere Einsendung alle ziehen. Und es gibt selten, dass man könnte ja auch auf ähnlich strukturierte Wesen treffen, die auch so ein bisschen beides in sich haben, ambivalent. Wesen gibt es eigentlich wenig. Ja. Also wenn ich von mir selber ausgehe, dieses ganze Interesse ist bei mir Neugierde. Was haben die für Probleme? Wie haben die gelöst? Wie sehen die aus? Wie denken die? Denken die ganz genauso wie wir? Sind die auch aus Fleisch oder sind die aus Plastik oder was weiß ich? Ja. Martin Frieder, ohne diese Voyager-Botschaften, die da losgeschickt wurden, wäre eine Sendung über Botschaften irgendwie nicht komplett, oder? Sicher der ambitionierteste Versuch oder der im Grunde auch der wahrscheinlichste Versuch, der bisher gemacht wurde. Nicht? Wir schwirren sozusagen jetzt Jahrhunderte, vermutlich noch Jahrtausende noch durch den Weltraum und haben eine Botschaft von uns an Bord gepresst auf Schallplatten. Mhm. Und das war halt der Versuch, sozusagen das Wissen, eine Selbstdarstellung der Menschheit mit an Bord zu geben. Nicht? Es sind Fotos, es sind Tonmitschnitte, wir haben bei Johnny B. Goode gehört. Genau, was da drauf war, aber eine sehr positive. Also, es wurde moniert von einem Paläontologen, dessen Name ich jetzt mir nicht einfällt, der gesagt hat, wir zeigen ja gar nicht die Kriege. Ja, wir zeigen gar nicht das Elend, das auch auf unserer Erde existiert. Da meinte allerdings doch Douglas Vercoach, ein bekannter von der NASA stammender Exosoziologe, ja, wenn ich zu einer Braut gehe, zur Brautwerbung, dann bringe ich auch den schönsten Strauß mit, den ich habe. Unsere Botschaft an die Außerirdischen. Achtung, Achtung, wir schließen jetzt Kasse 2 für Sie. Vielen Dank. Hallo Außerirdische, ich bin ein Mensch.
das Krebsgeschwür der Schöpfung. Ich habe alles Leben auf diesem Planeten zerstört. Meine Mitgeschöpfe, die Tiere, habe ich grausam gequält, ermordet und verspeist. Die Wälder, in denen sie wohnten, habe ich abgebrannt und gerodet. Die Meere, in denen sie lebten, habe ich mit Müll vollgeschüttet. Die Landschaft habe ich zu betoniert. Alles Leben dieser Erde habe ich vernichtet. Ich bin schuldig und ich bin elend zugrunde gegangen. Ihr findet nur noch die Überreste des schönen Paradieses, welches der Planet Erde einst war. Hallo Außerirdische, ihr kamt zu spät. Sonst hätte ich euch auch vernichtet, wie einst die Indianer. Es sprach zu euch der Mensch. Wirklich ist nur das, was messbar ist. Wenn überhaupt hier in absehbarer Zeit eine mögliche Verständigung sich vorbereitet, dann kann sie nur geschehen durch eine Selbstbesinnung der Menschen auf allen Seiten, auf allen Seiten, auf allen Seiten. Die Zerstörung der Tropenwälder rottet nicht nur Tiere und Pflanzen für immer aus, sondern auch Menschen. Menschen, die seit Jahrtausenden in und mit dem Wald leben, ohne ihn zu vernichten. Menschen, von denen wir viel lernen könnten über den weisen Umgang mit der Natur und miteinander. Bande von Idioten! An alle. Wie sagen Sie es den Außerirdischen? In the dark, kein Neustart. Ihr zeigt uns, wie es geht. Menschen an und Verstand, Rauch und Schall. Rede schweig, Müll und Dreck, Vielfalt weg, der Planet untergeht. Komm vorbei, wo es sich dreht, offiziell. Bitte schnell.